Bevor wir mit diesem Video loslegen, muss ich eine Sache vorweg schicken. Die Einsteiger-Pulli-Sets, die euch Sebastian zusammenstellt, die sind absolut perfekt geeignet, wenn ihr ins Polieren einsteigen möchtet. Das heißt, wenn ihr mal auf einer Testfläche, vielleicht noch auf der Haube, auf dem Dach von eurem Auto, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen möchtet, wie es ist zu polieren, was da vor sich geht, wie sich verschiedene Pads und Maschinen anfühlen und so weiter. Dafür sind diese Sets, wie gesagt, absolut perfekt geeignet und da würde ich Sebastian auch in keinster Weise widersprechen. Nur diese Art von Einstieg ins Polieren ist nicht das, was ich zwangsläufig unter dem Einstieg ins Polieren verstehe, nämlich, wenn ihr das Ziel habt, ein ganzes Auto, euer Auto, vielleicht ein Auto aus eurer Familie oder aus eurem Bekanntenkreis, mit dem Ziel einer möglichst großen Defektkorrektur oder einem möglichst perfekten Finish zu polieren, dann sprechen wir nämlich von einer anderen Art von Einstieg ins Polieren und genau darum geht es in diesem Video. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Grund für dieses Video, nämlich dem Begriff Einsteiger-Polierset und dass es eben verschiedene Interpretationen von denen gibt. Nochmal, wenn es euch einfach nur darum geht, den Einstieg ins Polieren zu erfahren, mal eine Motorhaube zu machen, einen einzelnen Kratzer rauszupolieren, euch eine Schrotthaube zu besorgen und dort zu trainieren, dann sind die klassischen Einsteigersets, die es am Markt gibt und die Sebastian für euch zusammenstellt, absolut perfekt, weil dafür eignen sie sich hervorragend. Wenn ihr aber jemand seid, der unter dem Begriff Einsteigerpolierset eigentlich versteht, dass er danach sein ganzes Auto polieren kann und noch der entscheidende, wichtigere Schritt, wenn ihr darunter versteht, dass ihr das Ziel habt, möglichst alle Defekte aus eurem Auto rauszukriegen und ein möglichst perfektes Finish zu erzeugen, dann reicht so ein klassisches Einsteigerpolierset mit einer Maschine, mit einem bis zwei Pads pro Stärke und drei Polituren aus meiner Sicht schlichtweg nicht mehr aus. Was in diesem Zusammenhang eben die meisten Leute nicht wirklich verstehen, ist, wieso eine Politur, wieso eine Aufbereitung bei einem Gewerblichen, bei einem Profi, bei einem Detailer, bei einem professionellen Aufbereiter so viel Geld kostet, wie sie es halt eben tut. Und der Grund dafür ist, dass es eben dann nicht mehr reicht, wenn man eine Maschine, zwei Pads und drei Polituren hat. Man braucht mehr und das ist all das, was ich jetzt hier aufgestellt habe. Das heißt, wenn es euer Ziel ist, die Arbeit, die sonst ein Aufbereiter macht, selbst durchzuführen und euer Auto so gut wie möglich dastehen zu lassen, möglichst alle Defekte aus eurem Lack rauszubekommen, dann braucht ihr eben ein bisschen mehr. Wir haben schon über die Maschinen gesprochen und jetzt kommen wir eben zum wichtigen Punkt. Wenn ihr sagt, ihr möchtet nur mal einzelne Stellen polieren, wenn ihr sagt, es geht euch gar nicht um eine 100% Defektkorrektur und ihr möchtet auch nicht alles an eurem Auto bis ins letzte Detail polieren, ja, dann reicht eine Maschine. Dann reicht aus meiner Sicht, wie gesagt, eben eine Maschine mit 75 mm Teller oder eine, wo ihr es tauschen könnt. Aber wenn es eben euer Ziel ist, alles an eurem Auto zu polieren, dann reicht eine Maschine nicht mehr. Und dann wird es euch auch definitiv ankotzen, wenn ihr zwischendurch den Teller wechseln müsst. Dann müsst ihr ihn wieder wechseln für eine andere Stelle, dann müsst ihr ihn wieder wechseln für die nächste Stufe von Politur und so weiter. Dann seid ihr definitiv besser bedient. Und jetzt kommen wir zum, aus meiner Sicht, sinnvollen Set an Maschinen für das Ziel einer möglichst starken Defektkorrektur und einem möglichst perfekten Finish. Und da bin ich halt ganz klar der Meinung, holt euch eine Maschine mit 125 mm Stützteller, egal ob das eine Exzenter oder eine Exzenter mit zuschaltbarem Zwangsantrieb ist. Und hier halt ganz klar die Empfehlung, die Sebastian euch auch immer gibt. Die Makita ist hier eine hervorragende Wahl. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eine Maschine ohne den Zwangsantrieb, weil ihr den nicht braucht, dann meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr sowas nicht möchtet, aber trotzdem sicherstellen wollt, dass eure Maschine genug Power hat, um starke Lackdefekte zu entfernen, dann lohnt sich aus meiner Sicht der Schritt zu einer ein bisschen teureren Maschine wie der Rupes LHR15 oder der Flex, ich glaube sie heißt PXE715. Dort lohnt es sich aus meiner Sicht ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil das werden auch die Maschinen sein, mit denen ihr mit Abstand am meisten Flächen an den meisten Autos polieren werdet. Die habt ihr am meisten in der Hand, da lohnt sich der Aufpreis, weil die ein bisschen ruhiger laufen, weil die mehr Kraft haben. Da könnt ihr und solltet ihr auch ein bisschen mehr Geld investieren. Bei der kleinen Maschine mit dem 75 mm Teller, habe ich schon gesagt, da ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Natürlich könnt ihr euch auch da eine Flex oder Rupes holen. Ihr macht damit ganz sicher auch nichts falsch, aber da reicht eine Kraus allemal, da reicht auch eine Liquid Elements T2000, ein Dino-Kraftpaket und so weiter. Damit habt ihr jetzt, würde ich jetzt mal sagen, ca. 90 bis 95%, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr von eurem Fahrzeug abgedeckt. Wenn es dann um die richtig kleinen Details geht, irgendwelche Lüftungsschlitze, irgendwelche Luftleitbleche, Canards, irgendwelche besonderen Öffnungen, kleinen an euren Front- und Heckschürzen, dann
kommt ihr halt auch nicht mehr drum herum, so eine kleine Maschine wie die Liquid Elements A1000 euch zu holen. Da gibt es auch aus meiner Sicht nicht ganz so viele Alternativen. Eine sehe ich jetzt gerade da hinten, die muss ich kurz holen, Moment. Da ist sie, die kleine Flex. Der Vorteil der kleinen Flex ist, die hat nochmal deutlich mehr Power als die Liquid Elements A1000. Man kann sie wie die A1000 umbauen von Exzenter auf Rotation. Es gibt meines Wissens 30 mm und 50 mm und sogar 75 mm Stützteller dafür. Das heißt, hier habt ihr nochmal ein bisschen mehr Flexibilität. Im besten Fall ersetzt euch diese Maschine sogar die Notwendigkeit, eine A1000 und eine 75 mm zu haben, mit einer Einschränkung: wenn ihr ganz enge Stellen am Auto habt, dann kann es sein, durch den relativ hohen Aufbau, wie ihr hier seht, dass ihr an dieser Stelle schon gar nicht mehr hinkommt, wo so eine A1000, die in vorne ein bisschen filigraner gebaut ist, besser hinkommen würde. Aber das heißt, wir haben im Mindesten, sage ich jetzt mal, drei Maschinen. Eine 125 mm Exzenter oder Exzenter mit zuschaltbarer Zwangsrotation, eine 75 mm Exzenter Maschine und eine kleine Mini-Poliermaschine Liquid Elements A1000, die kleine Flex. Und damit habt ihr wirklich den Großteil von eurem Auto abgedeckt. Wenn ihr es wirklich übertreiben und bis ins letzte Detail polieren wollt, braucht ihr vielleicht sogar sowas wie ein Autotrittset oder einen Aufsatz für die Liquid Elements 1000, wo ihr dann diese ganz kleinen und feinen Polierkegel noch einsetzen könnt, wo ihr dann zum Beispiel die Embleme von eurem Auto noch perfekt polieren könnt. Aber da reden wir jetzt wirklich schon von einem sehr, sehr, sehr hohen Detailgrad. Da würde ich jetzt nicht mehr sagen, das ist unbedingt nötig, aber ganz klar, drei Maschinen aus meiner Sicht für das Ziel einer maximalen Defektkorrektur, einem möglichst guten Finish auf dem ganzen Auto, sind eigentlich die Voraussetzungen dafür. Polituren haben wir auch schon drüber gesprochen. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, für welche ihr euch entscheidet, sondern dass ich euch mitgeben möchte: ihr werdet beim Polieren, und das ist wirklich wichtig, dass ihr das versteht, egal worum es beim Thema Polieren geht, ihr werdet beim Polieren an eine Situation kommen, wo die Maschine, das Pad und die Politur, für die ihr euch entschieden habt, aus irgendeinem Grund nicht funktionieren wird. Das kann sein, dass ihr zu wenig Cut habt, dass ihr Kratzer nicht rauskriegt, dass das Finish nicht so schön ist, dass das Pad stockt und so weiter. Das können alles Probleme sein, die sich relativ einfach beheben lassen würden, wenn ihr nicht nur eine Marke und ein Set von Polituren habt, sondern vielleicht noch ein zweites, eventuell sogar ein drittes. Weil dann könnt ihr einfach mal versuchen, was passiert, wenn ihr die gleiche Maschine, das gleiche Pad, aber eine andere Politur nehmt. Vielleicht reicht das ja schon, um dann das Ergebnis zu erzeugen, das ihr eigentlich wollt. Das heißt, aus Sicht nach wie vor von einer möglichst hohen Defektkorrektur, von einem Set, das möglichst alle Fälle abdeckt, auf die ihr beim Polieren stoßen könntet, bin ich der Meinung, ein Set an Polituren reicht nicht. Holt euch hier mindestens noch ein zweites von einem anderen Hersteller und dann habt ihr hier ein bisschen Auswahl, um eventuelle Probleme zu lösen, auf die ihr beim Polieren stoßt. Über die Polierpads haben wir schon gesprochen. Hier nochmal meine wichtigste Botschaft ist: holt euch genug. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr euch die ganze Ausrüstung anschafft, die es fürs Polieren benötigt, und ihr dann nur ein einziges Pad pro Stärke habt und ihr einfach feststellt, dass also es am Anfang gut funktioniert, am Heck des Fahrzeugs, wo ihr anfangt, und dann ganz vorne, wo ihr vielleicht am Ende des Tages seid, kriegt ihr einfach keinen Cut oder kein schönes Finish mehr hin, weil ihr hier einfach zu geizig wart, um euch genug Pads zu kaufen, oder weil es euch niemand besser erklärt oder gesagt hat, als ihr euch dieses Einsteigerpolierset geholt habt. Nochmal ganz klar meine Empfehlung. Jetzt kommt halt der Teil, wo es wirklich teuer wird. Pro Maschine und pro Stützteller, die ihr habt, pro Stärke reden wir hier von aus meiner Sicht mindestens 6 bis, ich würde jetzt mal sagen, 10 Pads. Das ist so der sinnvolle Bereich. Und nochmal, je kleiner die Pads werden, desto öfter müsst ihr sie entweder reinigen oder austauschen. Das heißt, so ein 38 mm Pad bei der Liquid Elements A1000 oder ein 30 mm Pad hier auf der kleinen Flex, die sind unglaublich geil, um so ganz kleine, feine Stellen zu polieren, aber davon braucht ihr relativ viel, weil sich die so schnell zusetzen, weil einfach keine Fläche da ist, um diese alte Politur und den abgetragenen Lack zu speichern, dass ihr hier auch wieder eine relativ große Anzahl an Pads und so weiter braucht. Und was wir vorher gar nicht besprochen haben: es gibt ja von jedem Hersteller diese groben, diese Cords, diese Cutting Pads. Die funktionieren, aber die funktionieren auch nur bis zu einem gewissen Grad. Es wird definitiv zu einer Situation kommen, wenn ihr ein ganzes Auto poliert, wenn ihr dann vielleicht ein anderes, ein zweites, ein drittes Auto aus eurem Bekanntenkreis poliert, dass ihr es mit einem Lack zu tun habt, der so widerspenstig, der so hart, der so kratzerresistent ist, dass egal welche Cutting-Politur ihr nehmt, dass ihr da nicht wirklich vorankommt und alle Defekte entfernen könnt.
mit so einem Schaumstoffpad. Und dann kommen halt solche Alternativen wie Mikrofaserpads, hier in groß, hier in klein, oder Wollpads oder Hybrid-Wollpads zum Zuge, auf die ihr ausweichen könnt, die nochmal absolut markant und signifikant und deutlich mehr Cut aufweisen, als es so ein Schaumstoffpad jemals könnte, weil ich glaube, das ist, ich hoffe, das ist technisch gesehen die richtige Erklärung, weil die einfach nochmal so viel mehr Hitze erzeugen, dass es euch da hilft, mit der Politur und dem Pad den Lack dort abzutragen, mit dem entscheidenden Nachteil, dass ihr euch durch diese Hitze in den meisten Fällen einen sogenannten Haze, im deutschen Grauschleier, in den Lack zieht, den ihr danach wieder mit einem zweiten, vielleicht sogar mit einem dritten Schritt im Medium, im Finish-Bereich entfernen müsst. Aber auch hier würde ich sagen, im Sinne einer möglichst guten Vorbereitung auf möglichst alle Situationen, die ihr beim Polieren haben könntet, mindestens eine Alternative in Richtung Wolle, Hybridwolle oder Mikrofaser macht auf jeden Fall Sinn und auch halt hier wieder für jede von diesen Maschinen, die ihr habt. Jetzt haben wir aber nur, ich sage jetzt mal, die absoluten Basics abgedeckt. Wir haben Maschinen, wir haben Polituren und wir haben Pads, mit denen wir für alle möglichen Fälle ausgerüstet sind, aber nochmal mit dem Ziel, maximale Defektkorrektur, möglichst gutes Finish, reicht das noch nicht. Und das ist auch das, was der professionelle Aufbereiter, der es euch für Geld anbietet, auch haben muss, wenn er diese Ziele verfolgt. Und das ist zum Beispiel Licht. Aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt halt wirklich hart und brutal und sage es so absolut deutlich, wie ich auch daran glaube. Wenn ihr keine gute Lichtquelle zum Polieren habt, dann könnt ihr es auch von Anfang an bleiben lassen, weil ihr werdet nicht in der Lage sein, euer Polierergebnis so zu kontrollieren, dass ihr jederzeit wisst, wie viel Cut muss ich noch dazugeben, wie viele Defekte habe ich bereits entfernt. Oder wenn ihr dann zum Beispiel mit einem groben Pad, mit einem Mikrofaserpad, alle Defekte rausgekriegt habt und einfach schaut unter dem Licht vielleicht von eurem Handy mit dieser Kameralampe, dass die Defekte zwar raus sind, aber ihr seht nicht, dass da noch ein Grauschleier drauf ist. Das seht ihr dann erst am nächsten Tag in der Sonne, wenn ihr eigentlich schon denkt, ihr seid fertig und im schlimmsten Fall sogar schon eine Versiegelung aufgetragen habt. Und deswegen ist gutes Licht und gute Lichtquellen absolut essentiell beim Polieren. Wie gesagt, aus meiner Sicht könnt ihr es sonst auch gleich komplett bleiben lassen. Das Mindeste, was ich hier sage, ist eine hochwertige Handpolierlampe, wie jetzt von ScanGrip, oder es gibt vielleicht auch günstigere Alternativen, aber da seid ihr auch bei 50 bis 100 bis 120 Euro, was ihr ausgeben müsst. Aber nochmal, ohne dieses Licht bringt das ganze Polieren nichts, weil ihr die Ergebnisse, die ihr erzeugt, einfach schlichtweg nicht kontrollieren könnt und es nicht seht, falls ihr da einen kleinen Fehler gemacht habt oder im Polierprozess nochmal etwas anpassen müsst. Dann, wie gesagt, entweder ihr habt Druckluft, einen Kompressor, was auch wieder Geld kostet, oder ihr habt im besten Fall eine Zahnbürste, sage ich jetzt mal, die wirklich nur ein paar Cent kostet. Das fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht, aber es gibt ja noch weitere Sachen, Tücher, Mikrofasertücher. Und hier ist es halt auch wieder ganz klar, wenn ihr hier am falschen Ende spart und nur ein Tuch pro Polierdurchgang verwendet fürs ganze Auto, diese Tücher und gerade diese dünnen, diese kurzflorigen Tücher, die sich halt sehr gut für die Abnahme von den meisten Polituren eignen, diese setzen sich relativ schnell voll. Wenn ihr halt ein Tuch für ein ganzes Auto verwendet, um immer wieder Politur abzunehmen, dann wischt ihr diese Politurreste am Ende des Autos eigentlich nur noch herum und entfernt sie nicht mehr richtig. Deswegen würde ich hier ganz klar sagen, spart nicht an den Tüchern. Die sind jetzt von all den Sachen, die hier stehen, wahrscheinlich sogar noch der günstigste Budgetposten. Aber hier meine ganz klare Empfehlung, mindestens 10, besser wären 20 solcher günstigen, kurzflorigen Tücher. Die gibt es von Max Shine, die gibt es von ADBL, die gibt es von Liquid Elements. Da habt ihr genug Auswahl, die ihr euch auch im 10er, im 20er Pack holen könnt. Und spart hier wirklich nicht an den Tüchern, weil es ist ja sozusagen der drittletzte Schritt, bevor man dann wieder weitergeht und eine Versiegelung aufträgt. Und wenn man da am falschen Ende spart und zum Beispiel die günstigen Amazon Basic Tücher nimmt, die dafür sorgen, dass man das absolut perfekte Finish erzeugt hat, mit der besten Maschine, mit der besten Politur, mit dem besten Pad. Ihr habt es am Licht kontrolliert und sagt, da ist kein Kratzer mehr drin. Und dann geht ihr mit einem günstigen Tuch über diese Fläche, wischt die Politur weg oder entfettet und zieht euch dann nochmal neue Kratzer rein, die schlichtweg vom Tuch kommen. Dann wäre doch das wirklich schade um die ganze Zeit und Arbeit, die ihr da investiert habt. Deswegen nochmal, spart nicht an der falschen Stelle und spart vor allem nicht an den Mikrofasertüchern. Dann sind wir fast durch. Irgendeine Art von IPA braucht ihr definitiv, um dann am Ende nochmal zu kontrollieren, dass ihr wirklich alle Politurreste abgenommen habt. Wenn ihr es mit einer Politur zu tun habt, die sich extrem schwer abnehmen lässt, dann kann so ein IPA
auch dabei helfen, diese Politur abzunehmen mit dem Tuch. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn ihr ein ganzes Auto poliert, ein halber, eher sogar ein ganzer Liter geht hier drauf. Da könnt ihr euch entweder reinen, puren 100% IPA holen und den selber mischen. Oder ihr holt euch was Fertiges wie den Neovac Zero, Geon Prep, das Sonax Prepare, funktionieren alle sehr gut. Auch hier wieder, es ist besser, wenn ihr verschiedene habt, weil nicht alle Polituren sind von ihren Inhaltsstoffen gleich aufgebaut. Es kann absolut sein, dass dieser Geon Prep mit den Geon Polituren hervorragend funktioniert und ihr damit die Politurreste von den Geon Polituren wegbekommt, dass aber Reste von den Menzener Polituren zurückbleiben, weil die dann einfach schlichtweg andere Inhaltsstoffe haben. Deswegen auch hier wieder im Sinne einer möglichst guten Vorbereitung auf alle Fälle, die beim Polieren eintreten könnten, würde ich sagen, holt euch hier verschiedene, mindestens zwei würde ich sagen, IPAs oder IPA-Fertiggemische, damit ihr gut ausgestattet seid. Mein Geheimtipp, wenn ihr wirklich komplett fertig seid mit dem Polieren, dann könnt ihr auch eine Trockenwäsche, wie zum Beispiel das Liquid Elements Easy Clean oder eine APC-Mischung nehmen, sprüht das Auto damit ein, verteilt das nochmal mit einem Mikrofasertuch oder einem Mikrofaserapplikatorblock, lässt das ein bisschen einwirken, wischt das dann weg und dann erst geht ihr mit einem Entfetter drüber, mit so einem zweistufigen System, das ja manche Hersteller sogar explizit anbieten, wie es Surfaces zum Beispiel tut, arbeitet ihr nochmal ein bisschen sicherer, wenn es darum geht, Politurreste zu entfernen. Damit ist es aber noch nicht ganz getan. Achtet bitte auch ein bisschen auf euren Arbeitsschutz. Holt euch Handschuhe, holt euch vor allem einen sinnvollen Gehörschutz oder tragt Kopfhörer, über die ihr Musik hören könnt, weil diese Maschinen dann doch recht laut sind, wenn ihr den ganzen Tag mit denen arbeitet. Und zu guter Letzt, aber definitiv nicht das Unwichtigste, ein lackschichtiges Messgerät, weil die ganze perfekte Ausrüstung nützt euch rein gar nichts. Und da ist es halt aus meiner Sicht wirklich ähnlich wie mit dem guten Licht. Wenn ihr mit dem Polieren anfängt und nach einer Minute bereits feststellt, hoppla, ich habe da durchpoliert, weil halt schlichtweg nicht mehr genug Lack da ist, weil ihr einen Gebrauchtwagen habt, weil der schon einige Jahre und Kilometer auf dem Buckel habt, weil der vielleicht schon 3, 4, 5, 10 Mal poliert wurde durch den Vorbesitzer eures Autos und ihr wusstet das nicht, weil da schon mal nachlackiert wurde, weil unsauber gearbeitet wurde oder irgendwelche Fälle. Deswegen so ein lackschichtiges Messgerät, ob das jetzt von Etari ist, ob das von NextDiag ist, wo ihr es mit einer App auf dem Telefon sehr, sehr bequem verbinden könnt. Wir verlinken euch die Sachen auch unter dem Video. Ist halt aus meiner Sicht wirklich essentiell, um einfach sicherzustellen, dass ihr auf einer Fläche arbeitet, auf der ihr auch polieren könnt, auf der ihr Sicherheitsreserven habt und auf der ihr nicht sofort durchpoliert. Weil, nochmal wie gesagt, im schlimmsten Fall kauft ihr euch all das Zeug, fangt an zu polieren und stellt dann erst fest, dass sich euer Auto, für das ihr euch das ganze Zeug gekauft habt, eigentlich gar nicht mehr polierbar ist, weil da nur noch 60, 70, 80 Mühen Lack drauf sind. Und dann wird es halt selbst mit den mildesten Formen von Politur relativ heikel. Fast vergessen, mit dieser ganzen Ausstattung ist es natürlich noch nicht getan. Ihr müsst natürlich noch die ganze Vorarbeit bringen. Das Auto vorreinigen, waschen, ihr braucht Foam, ihr braucht Shampoo, ihr braucht Waschhandschuhe. Dann geht es ums Dekontaminieren, das heißt Flugrostentferner, Teerentferner, Klebstoffentferner, ihr müsst es kneten und so weiter. Das heißt, die ganze Ausrüstung braucht ihr auch noch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die bereits habt, weil ihr schon ein bisschen tiefer im Thema Autopflege drin seid. Und dann noch was ich fast vergessen habe, auf jeden Fall Klebeband. Ihr habt auf eurem Auto wahrscheinlich unlackierte Kunststoffteile, ihr habt Gummileisten und so weiter. Die könnt ihr definitiv beschädigen, wenn ihr da drüber poliert. Das heißt, irgendeine Art von Klebeband, sei es jetzt von HPX, von 3M, von CarPro, von Kamikaze, was gibt es noch alles, holt euch so eins, klebt die Flächen ab, die beschädigt werden könnten durchs Polieren. Ihr habt dann nachher sehr, sehr viel weniger Ärger, als wenn ihr über diese Stellen drüber poliert, es nachher erst merkt und dann Politurreste entfernen müsst oder vielleicht sogar die Kunststoffteile an eurem Auto permanent beschädigt habt. Und als letztes kleines Extra, das mir der Dennis gerade empfohlen hat, der da drüben jetzt sitzt und sich zu mir gepflanzt hat, so ein Staubwedel. Wenn ihr halt Polituren verwendet, die ein bisschen mehr stauben, Stichwort Menzerner wieder, dann ist so ein Staubwedel praktisch, ist aber jetzt in keinster Weise ein Muss. Aber wenn ihr dann nochmal mit allem fertig seid und auf dem Fenster, auf dem Dach oder irgendwo noch letzte Staubreste habt, dann könnt ihr mit so einem Staubwedel die sicher entfernen, ohne dass ihr nochmal mit Tuch, mit dem Fett oder sonst was drüber müsst, was wiederum Kratzer erzeugen könnte. Und das wollen wir ja nicht, wenn wir eigentlich mit dem Polieren schon fertig sind. Und damit haben wir es jetzt aber wirklich auch geschafft.
Also fassen wir noch mal kurz die wichtigsten Infos zusammen, die ich euch mit diesem Video mit auf den Weg geben wollte. Erstens, wenn ihr nur mit einer einzigen Poliermaschine in das Abenteuer Polieren starten möchtet, trotzdem aber schon das Ziel habt, ein ganzes Auto zu polieren, dann meine ganz klare Empfehlung, startet eher mit einer Maschine mit 75 mm Stützteller oder holt euch eine, bei der man den Teller von 125 auf 75 mm umbauen kann. Weil auf diese Art und Weise werdet ihr, ich sage jetzt mal, 90-95% eures ganzen Autos polieren können, weil ihr einen kleinen Stützteller habt, der auch auf die A-Säulen und die ganzen kleinen Bereiche hinkommt, die so ein Auto eben heute hat. Zweitens, ich persönlich bin einfach jemand, der glaubt, dass es bessere Polituren als diejenigen von Mentzerna gibt, wenn es um den Einstieg ins Polieren geht. Nochmal, das heißt in keinster Weise, dass diese Polituren von Mentzerna schlecht sind. Nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein als das. Aber, wie gesagt, Sachen wie diejenigen von Sonax, von Polish Angel, von Car Pro, die lassen sich einfach ein bisschen länger ausfahren, sind ein bisschen dünnflüssiger und stauben weniger, was aus meiner Sicht für Anfänger durchaus besser geeignet ist. Und drittens, meines Erachtens der mit Abstand größte Fehler, den man als Einsteiger machen könnte, nochmal, wenn man das Ziel hat, ein ganzes Auto zu polieren, sich zu wenige Pads holen. Ich habe euch gesagt, es spielt nicht ganz so eine große Rolle, welche Marke von Pads ihr nehmt, dabei bleibe ich auch, sondern es ist viel wichtiger, holt euch genug Pads. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ein Pad oder zwei Pads für ein ganzes Auto ist aus meiner Sicht zu wenig. Man kann das machen. Ich habe das selbst schon mal ausprobiert, sogar mit einer 75 mm Maschine. Ich musste dann aber wirklich nach jedem einzelnen Durchgang das Pad ausblasen, ausbürsten, reinigen und dann konnte ich weitermachen. Aber ich habe ganz klar gemerkt, dass das Finish und dass das Ergebnis von ganz hinten am Auto, wo ich angefangen habe, nach ganz vorne immer schlechter wurde. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, holt euch genug Pads. Wie ich gesagt habe, bei den 125 mm sind das aus meiner Sicht mindestens 6, besser wären 10. Und wenn ihr euer ganzes Auto nur mit einer einzigen 75 mm Maschine poliert, dann seid ihr hier ganz klar bei 15 bis 20 Pads pro Stufe, was eine sinnvolle Anzahl an Polierpads ist. Jetzt höre ich schon wieder die ersten von euch panisch aufschreien, die sagen, um Himmels Willen, wenn ich mir 15 bis 20 Pads holen muss und die Maschine oder diejenigen, die zusammengerechnet haben, was das alles kostet, wenn man sich ein Set zusammenstellt, das aus meiner Sicht ein sinnvolles Einsteiger-Polierset ist, wenn man das Ziel hat, ein ganzes Auto möglichst defektfrei und möglichst schön im Finish zu polieren, dann habt ihr sicher zusammengerechnet, dass man dann am Ende ja bei 1.000 bis 2.000 Euro landet. Und genau das ist meine Botschaft, weil wir so oft so viele Fragen haben im Sinn von, wieso kostet eine Politur oder eine Aufbereitung bei einem Profi, bei jemandem, der das gewerblich macht, 300, 500, 1.000 Euro, hier in der Schweiz sogar noch mehr Geld. Und genau das ist halt der Grund. Wenn ihr so ein Auto mit dem Ziel polieren möchte, dass es möglichst perfekt am Ende dasteht. Und wenn es danach nochmal um mehr geht, um einen Versiegelungsauftrag, sei es ein Wachs, sei es eine Polymerversiegelung oder eine Keramikversiegelung, dann kommt ihr einfach mit einem Einsteiger-Polierset im klassischen Sinne, eine Maschine, zwei Pads, drei Polituren, definitiv nicht weiter. Und genau dann ist es auch Zeit, über eine Erweiterung oder gleich dieses große Set nachzudenken, das ich euch aufgezählt habe. Ja, 1.000 bis 2.000 Euro sind sehr, sehr, sehr viel Geld für so ein Set. Aber, und das ist jetzt die wichtige Botschaft an dieser Stelle, man muss es sich ja nicht auf einmal kaufen. Auch ich habe nicht mit all den Sachen begonnen, die ich euch heute im Video gezeigt habe, sondern ich hatte zuerst eine Maschine, dann kam die kleine hier dazu. Irgendwann kam dann noch die Liquid Elements 1000 dazu und so weiter. Das heißt, ihr könnt euch euer Einsteiger-Polierset, wenn es darum geht, ein ganzes Auto zu machen, mit einem möglichst hohen Anspruch ans Finish, auch Stück für Stück aufbauen. Das ist absolut möglich, weil ich werde jetzt ganz sicher nicht hingehen und euch sagen, ihr müsst euch dieses ganze Set mit all den Sachen im Wert von 1.000 bis 2.000 Euro auf einmal kaufen. Ich wollte euch mit diesem Video nur ein besseres Gefühl dafür vermitteln, was für eine Ausstattung, in welchem Wert es benötigt, um ein ganzes Auto möglichst defektfrei, möglichst perfekt zu polieren. Denn das ist auch die Ausstattung, die ein professioneller Detailer braucht. Und der poliert ja nicht nur euer Auto, der poliert sehr, sehr, sehr viel mehr. Das heißt, bei dem wird es so sein, der wird noch mehr Pads brauchen, weil Pads ganz klar Verbrauchsmaterial sind. Das heißt, bei dem multipliziert sich das Ganze nochmal. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt durch dieses Video ein bisschen ein besseres Gefühl dafür, was es eigentlich am Ende des Tages braucht, wenn man wirklich ein ganzes Auto machen möchte. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, aus meiner Sicht ein sinnvolles Set, wenn es darum geht, ein ganzes Auto zu polieren, ist
drei Maschinen, eine 125er, Excenter oder Excenter mit zuschaltbarem Zwangsantrieb, 75er Maschine, eine ganz kleine Poliermaschine, dann zwei Sets an Polituren von zwei verschiedenen Herstellern, 6 bis 10 Pads pro Sorte für jede Maschine, die ihr habt. Ihr braucht dann noch Entfetter, ihr braucht gute Lichtquellen, ihr braucht ein lackschichtigen Messgerät, ihr braucht genug Tücher, 10 bis 20 sind hier sinnvoll aus meiner Sicht, Gehörschutz, eventuell noch eine Schutzbrille, Abklebeband, etwas, um eure Pads zwischendurch zu reinigen und vielleicht sogar noch ein Staubwedel. Ja, das kostet alles viel Geld, aber man muss es vielleicht nochmal sagen, weil Sebastian ist jemand, der das sehr, sehr gerne zwischendurch betont. Polieren ist innerhalb der Nahrungskette der Autopflege schon ziemlich, ziemlich weit oben angesiedelt. Es gibt eigentlich nur noch ganz wenige Themen, die darüber liegen. Und das sind solche Sachen wie Schleifen, Steinschlagsreparatur, Kunststoffreparaturen, Lederreparaturen, also alles Sachen, die eigentlich mehr in Richtung von einer Reparatur, von Smart Repair und solchen Geschichten gehen. Viel, viel höher in der Güteklasse der Autopflege kann man eigentlich nicht mehr kommen, als es das zu polieren ist. Und deswegen muss man hier halt auch ganz klar sagen, wenn ihr in diese höchste Stufe der Autopflege vordringen wollt, dann braucht es einfach auch ein gewisses Mindestmaß an Ausstattung, um das hier so gut und so professionell zu machen, wie diejenigen, denen wir alle nacheifern, sei es professionelle Aufbereiter oder sei es jemand auf YouTube. Ich möchte euch den Zusammenhang anhand eines Beispiels kurz verdeutlichen. Wenn man mit Track Days oder einem Rennstreckentraining beginnt, dann kann man dies natürlich mit zum Beispiel einem BMW 316 Ti Kompakt machen. Man kann das Auto dann natürlich auch mit Recaro-Sitzen, mit BBS-Felgen, mit entsprechenden Semislick-Reifen und einem guten KW-Fahrwerk aufrüsten. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass man mit so einem Auto auch zum Beispiel einen Porsche 911 GT3 um die Ohren fahren kann, wenn man ganz einfach der bessere Fahrer ist. Aber, und das ist jetzt eben der wichtige Punkt, einen Rundenrekord wird man damit nicht brechen können. Denn egal wie gut man ist, wenn man in der Königsklasse mitspielen möchte, dann braucht es entsprechendes Material. Und genauso ist es eben beim Polieren auch. Man kann mit einem Einsteiger-Polierset mal anfangen und eine Haube oder ein Dach polieren. Man kann definitiv auch ein ganzes Auto polieren. Man kann auch ein ganzes Auto mit nur einem oder zwei Pads polieren. Das geht, habe ich selber auch schon ausprobiert. Und die Ergebnisse werden auch gut bis sehr gut sein. Und ich bin 100% überzeugt davon, dass jemand mit dem entsprechenden Wissen, der entsprechenden Erfahrung und dem entsprechenden Umgang mit der Maschine mit so einer Einsteigermaschine auch bessere Ergebnisse erzeugen wird als ein blutiger Anfänger mit einer teuren Flex oder Rupes. Aber wenn man das Maximum herausholen möchte an Defektkorrektur und an Finish und wenn man das gleiche herausragende Ergebnis erreichen will wie ein Aufbereiter, dann reicht ein Einsteiger-Polierset einfach schlichtweg nicht mehr aus. Und diesen Zusammenhang muss man verstehen. Lasst euch jetzt aber bitte um Himmels Willen nicht von diesem Video davon abhalten, den Einstieg ins Polieren zu wagen. Denn ja, Polieren ist relativ weit oben in der Autopflege angesiedelt, aber es ist auf der anderen Seite auch keine Raketenwissenschaft. Mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Mut und wenn ihr euch an die Tipps haltet, die wir euch in unseren Videos immer wieder geben, dann werdet ihr relativ schnell hier Erfolge erzielen. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja so ein Set und so eine Ausstattung auch Schritt für Schritt aufbauen und es muss ja nicht bei jedem so enden wie bei Sebastian und mir mit so einer eigenen Halle hier. Deswegen würde ich sagen, zieht aus diesem Video diejenigen Informationen heraus, die für euch relevant sind. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen bei der Kaufentscheidung unterstützen konnte, wenn es um die Frage geht, welche Maschinen für welchen Zweck und vor allem für welche Ziele die richtigen sein könnten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!